Hallo. Geil, okay. Hi, ich bin Katrin Fricke, auf YouTube heiße ich Cult Mirror. Und das letzte Mal, dass ich so eine Präsentation gemacht habe, war vor 15 Jahren in der Schule. Also bitte entschuldigt, wenn ich aufgeregt bin und mich verhaspel. Willkommen zu Schlampig Animieren, der schlampigen PowerPoint-Präsentation, die gar nicht mit PowerPoint gemacht ist, sondern mit was habe ich es gemacht? Open Office, weil der andere Scheiß 10 Euro im Monat kostet und sich das keine Sau leisten kann. Es geht weiter mit der nächsten Folie. So, was? Das, wir haben schon gerade gesagt, wir lassen das einfach eine halbe Stunde lang laufen. Das ist super cool. Was ist Animation? Es kommt vom lateinischen Wort animare, was zum Leben erwecken bedeutet. Und es ist die Technik, die Kunst aus vielen Einzelbildern, die Illusion von Bewegung zu erschaffen. Wie kommt diese Illusion zustande? Das menschliche Auge ist super dumm und lässt sich voll leicht täuschen. Und es sieht ab 24 Bildern pro Sekunde eine Bewegung. Und je höher dieser Wert ist, desto flüssiger ist diese Bewegung. Und es kommt noch auf die Helligkeit und den Farbwechsel und die eigene Bewegung an, bla bla bla. Ne, ihr wisst schon. Beispiel Frames per Second, das ist so jetzt so der Jugendbezug, den ich eingebaut habe und ich habe extra keine Shooter genommen, sondern voll jugendfreundliche Games wie Rocket League oder Minecraft. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber stellt ihr vor, ihr würdet jetzt dieses Spiel spielen, das ist schon sehr ruckelig, ja, also die GIFs, die ich da voll professionell eingebaut habe, die haben jetzt nicht so eine hohe Framerate und je niedriger diese Bilderfolge ist, desto ruckeliger wirkt das Bild und es ist super unerträglich und das kommt aber noch drauf an, ob man sich einfach nur stumm vor den Fernseher setzt und irgendwas anschaut oder ob man sich selber im Spiel bewegt. So, hier habe ich nochmal ein Video uncopyright kreditiert von YouTube gerippt. Ich werde das die Quellenangabe nachreichen. Und da seht ihr die 15 Frames per Second, die man jetzt nicht mehr sieht. Kann man das Video nochmal abspielen? Warte, ich mache mal zurück. Kann ich nochmal zurück? Also. Okay, also die 15 Frames, die sind sehr ruckelig, ab 30 ist es schon eine flüssige Bewegung und ab 60 und 120 erkennt das menschliche Auge, weil es eben super dumm ist, kein Unterschied mehr. Das ist dann sehr flüssig. Gut, weiter zur nächsten Folie. Wir kommen zur nicht schlampigen Animation. Als Beispiel habe ich mal Disney genommen. Da gibt es mindestens 24 Bilder pro Sekunde, das heißt, es sind 1440 Bilder pro Minute. Und ein Bild besteht auch noch aus mehreren Ebenen. Das habe ich mal so Ariel, die Meerjungfrau, genommen. Da ist dann so Ursula, ein Charakter, dann noch Ariel, noch ein und dann noch ein paar Blubberbläschen und der Hintergrund. So, das ist scheiß viel. nochmal Ariel, die Meerjungfrau als Beispiel. Der Film hat eine Länge von 83 Minuten bei 24 Bildern pro Sekunde. Bedeutet das, das sind 119.500, scheiße, ich kann nicht lesen, 520 Bilder und bei mindestens drei Layern pro Bild sind das dann, holy shit, 28 Milliarden tausend viele Bilder. Und die Wasserbläschen wurden teilweise, also nicht mal von Disney gezeichnet, sondern von irgendeiner Firma aus China, weil die selber keinen Bock mehr drauf hatten. Und diese Sturmszene, also Ariel rettet dann so den Prinzen vom Schiff und sowas, das hat ein Jahr gedauert und die Minute, also die Szene geht vielleicht ein paar Minuten lang und das ist, ja, scheiß viel Arbeit. Und hier nochmal so ein bisschen der Vergleich, da könnte man jetzt denken, ja, das war doch alles traditionelles Zeichnen, das ist scheiß schwer und viel Arbeit. Hey, und digitales Zeichnen, das ist mega easy, gar nicht Arbeit und der Computer macht alles. Ist das wahr? No. Moderneres Beispiel Family Guy, da dauert eine Folge 22 Minuten, aber die Produktionszeit ist 9 Monate bis ein Jahr. Und falls jetzt jemand sagt, aber es sind schon 15 Staffeln draußen und es sind über 300 Folgen, dann müssen sie ja 300 Jahre dran arbeiten. Das sind mehrere Leute, die an Folgen gleichzeitig arbeiten, du Idiot. Kommen wir also nochmal zur Konklusion. Nicht schlampige Animation ist scheiß viel Arbeit mit scheiß viel Menschen, die scheiß lange dauert. Was ist die Lösung dazu? Schlampig animieren. Ich habe mal meine Animation als Beispiel genommen. Zum Beispiel Japanuschlampen oder Star Space von Cold Mirror, that's me. Da dauert eine Folge ungefähr 2 bis 3 Minuten und ich brauche 1 bis 2 Wochen, um das zu produzieren. Und die Anzahl der Leute, die daran arbeiten, nur ich.
So, ich stelle mal meine Programme vor, mit denen ich arbeite. Haben wir einmal Audacity, das ist kostenlos, damit nehme ich meine Stimme auf. Dann Open Canvas und GIMP, damit mache ich die Zeichnungen. Und Magix Video Deluxe ist so für die Animation und die Videobearbeitung. Und es ist eigentlich egal, was ihr benutzt. Also falls ihr das mal selber machen wollt, Hauptsache ihr kommt mit den Programmen klar. Profi-Programme wären zum Beispiel Photoshop oder Flash, aber das ist mir zu überladen und das dauert zu lange zum irgendwie laden und ich verstehe es nicht und es kostet 30 Euro pro Monat und auch das kann sich keine Sau leisten. So sieht mein Arbeitsplatz aus. Da sieht man das Mikrofon, mit dem ich aufnehme und ich habe extra so alles so zusammengetan, dass es in den Bildschirm passt. Normalerweise ist es viel aufgeräumter. Die wichtigsten Utensilien sind für mich das Mikrofon. Da ist man schon erstmal etwas mehr los, etwas mehr Geld los für Kabel und Verstärker und bla, den ganzen Shit. Und mein Graphic Tablet, vielleicht das Hauptwerkzeug, nämlich das, womit ich male. Das ist so, könnt ihr euch vorstellen, wie so eine Maus, die aber mit einem Stift bewegt wird. Also, dass man dann dieselbe Bewegung hat wie beim Zeichnen, nur dass es eben am PC ist. Und es kostet halt auch Geld, je nachdem, wie groß und was für ein Schnickschnack dabei ist. Manche Leute haben dann direkt so, einen Bildschirm, auf dem sie zeichnen. Und ich habe einfach nur so ein Brett, auf dem ich zeichne und gucke dann meinen Bildschirm an. So, dann kommt das schlampige Drehbuch. Why? Es ist gut, wenn man etwas mehr Handlung hat, als eine Figur sagt, I like trains und wird dann vom Zug überfahren. Und wichtiger Punkt, Zeichnen dauert lang, Notizen machen geht schnell. Und am wichtigsten ist die Beschreibung von Personen und Zeiten, Ordnung und Ort und Handlung und Dialog. Und da habe ich mal als Beispiel ein richtiges Drehbuch genommen von Jurassic Park. Also das ist alles sehr strukturiert und das ist eigentlich als Wegweiser für euch, dass ihr nicht da sitzt und denkt, oh scheiße, was male ich jetzt? Sondern das ist gut, dass ihr vorher Notizen gemacht habt, dass ihr euch daran orientieren könnt. So sehen meine Drehbücher aus. Und Format und Rechtschreibung sind, wenn ihr alleine arbeitet, gar nicht so wichtig. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich habe ein peinliches Audio aufgenommen. Ihr müsst das nicht selber durchlesen. Ich habe es mal genauso aufgenommen, wie es in dem Drehbuch drin steht. Achtung, ich hoffe, es funktioniert. Oh mein Gott. Arsch, Captain, es sind die Türklingonen. Dave, Lappen. Captain, die haben also den Planeten zerstört. Sie wollen uns hindern, zur Freidenäs-Koniferenz zu kommen. Starte aus Wichmanöver. Drückt auf Konsole. Ente. Fliegt mit Laster-Pipeton rückwärts, bumst gegen einen Asteroiden. So, das war nur das Drehbuch vorgelesen. Danach kommt das schlampige Rohaudio. Ich muss schlucken. Why? Die Länge des Videos kann schon ungefähr vorausgesagt werden. Also ich nehme das Ganze einfach stumpf auf, ohne irgendwie auf Betonung oder Stimmlage zu achten und nuschel das vor mich hin. Es bedeutet, dass ich dann am Ende nochmal das Drehbuch ändern kann. Denn Zeichnen dauert lang, vor sich hin nuscheln geht schnell. Auch ein wichtiger Punkt. Und da habe ich das mal vergrößert. Da bin ich ungefähr also bei dieser Folge jetzt auf 2 Minuten 30 gekommen. Das ist perfekt. Denn es ist für mich ein Unterschied, ob ich jetzt einen Tag länger arbeiten muss. Das sind nämlich wieder 30 Sekunden. Oder eben denke, gut, dann kürze ich halt das Audio, dann muss ich einen Tag weniger arbeiten, ist super, dann komme ich hin mit der Zeit und habe noch ein Wochenende. Und es folgt nun das richtig peinliche Audio, wo ich vor mich hingenuschelt habe. Dieselbe Szene von eben nochmal, Achtung. Captain, es sind die Türklingonen, Lappen. Die haben also den Planeten zerstört. Sie wollen uns hindern, zur Friedenskonferenz zu kommen. Starte Ausweichmanöver. Beep, beep, beep. Oh Moment, gleich haben wir es. So, danach kommt das nicht so schlampige Audio, das eben war ja schon fast ziemlich professionell. Jetzt kommen die richtigen Aufnahmen, nämlich in mehreren Variationen und Stimmlagen machen, zum Beispiel der Captain spricht so ein bisschen hoch und dann ist der Offizier, der erste Offizier, der Dave, der spricht dann ganz normal und etwas tiefer und dann benennt ihr die Dateien bescheuert und fügt alles in einer Projektdatei zu einem Hörspiel zusammen. Also die Folge muss schon funktionieren im Kopf, ihr schließt einfach die Augen und hört alles und dann kommen noch Musik und Soundeffekte dazu, je nachdem, was ihr dann macht und es folgt jetzt das richtige Audio, wie es in der Projektdatei richtig zusammengesetzt klingt und es ist gar nicht mehr so peinlich. Es sind die Türklingonen. Die haben uns gerade noch gefehlt, aber wir werden zur Friedenskonferenz kommen. Starte Ausweichmanöver. Captain, da ist ein... So... Es folgen, nachdem wir dieses... Danke, danke schön. Vielen Dank, danke. Ein tolles Hörspiel. Wow.
Also das Audio funktioniert jetzt schon mal gut als Hörspiel, aber wir wollen es ja auch sehen, darum machen wir jetzt schlampige Skizzen und Storyboard. Why? Damit man weiß, was alles im Bild zu sehen sein soll. Kann ich das überhaupt zeichnen? Nein, dann ändere ich das Drehbuch nochmal. Also Audio und Drehbuch verändern geht schnell, aber zeichnen dauert lang und ultra grob hingeschissen zeichnen nicht so. Da könnte man meinen, schlampige Animation, das ist schon hingeschissen. Nein, es kommen richtig schlechte Szenen, Skizzen, die ich gemacht habe. So sieht ein richtiges Storyboard aus. Da sieht man so die Einstellungen und Perspektiven und Bewegungen. Und jetzt kommen meine Skizzen. Die sind etwas weniger ausgefeilt, aber da sieht man schon, okay, da soll die ganze Person zu sehen sein oder ist es nur das Gesicht angeschnitten, was soll im Hintergrund zu sehen sein und so weiter. Ja, das ist egal, das ist nur für euch als Orientierung, das muss niemand anderes sehen, es sei denn, ihr macht eine Präsentation. Und nun kommt der wichtigste Schritt, zeichnen, 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 holy shit, so much zeichnen. Dieses Bild, was ihr da seht, da habe ich mal so eine geile GIF-Animation von gemacht, das ist nur ein Bild und es besteht aus 22 Ebenen, da mache ich dann zum Beispiel den Hintergrund, die Stühle, den Körper, den Gesichtsausdruck, die Arme und so weiter und am wichtigsten ist, dass ihr einen transparenten Hintergrund habt, weil das ist so wie bei Disney, diese Folien, die man übereinander legt und den Hintergrund kann man dann nochmal neu verwenden, auch wenn man eine andere Figur drüber setzt und am besten für jeden Strich eine eigene Ebene benutzen, du Loser, weil man sich sehr oft vermalt und dann denkt, okay, ich möchte das jetzt doch verändern und dann habe ich irgendwie diese Ebenen, die ich nochmal verschieben kann, wie ich das möchte. Fette schwarze Outlines mit dem Fülleimer Farbe reinklatschen, wiederholen, bis Bild fertig ist. Ja, das kennt ja jeder, der Künstler ist. Als Projektdatei speichern und erst dann als PNG oder whatever speichern. Wichtig ist, wie gesagt, transparenter Hintergrund. Da könnt ihr ein Programm benutzen, was ihr wollt. Ich habe ja Open Canvas benutzt, was im Prinzip nur eine abgespeckte Version von Photoshop ist. Das jeder, der irgendwie zeichnet oder sich damit beschäftigt, hat ja sein Lieblingsprogramm, was er benutzt. Und diese 12 Einzelbilder sind in 2 Sekunden Animation. Ihr müsst damit rechnen, dass ihr scheiß viel zeichnet und letzten Endes sind das nur so ein paar Sekunden und da kommt dann vielleicht der Perfektionist in einem durch. Ich habe mal so ein paar Beispiele genommen, die Szene sehen wir dann auch gleich. Man hat zum Beispiel große Bilder für Kameraschwenks, da ist dann dieser Weltraum, der sich ganz langsam im Hintergrund bewegt. Dann kommt ein Asteroidenfeld und ein Asteroid, die sich dann schon etwas schneller bewegen, um so Tiefe darzustellen. Ja, es ist ja alles eine Illusion, das ist nicht echt, was gleich kommt. Und Dinge, die sich bewegen sollen, werden öfter gezeichnet. Da ist dann zum Beispiel die Figur mit den Armen. Ein Arm ist so und der andere ist so. Der wedelt dann und das sieht er dann jetzt. Da sieht man auch eine Türklinke. Das sind die Türklingonen, die jetzt mit einem Torpedo, der auch ein kleiner Punkt ist, feuern werden. Achtung, jetzt kommt die Szene. Ich hoffe, es funktioniert. Und es ist kein Ton zu hören. Scheißegal. Das ist gewollt. Das ist ja eine schlampige Animation. So, da sieht man den Weltraum und sowas. Wow, fantastisch. Yay. Gut, dass der Ton vorher kam. Da seht ihr die ganze Projektdatei in dem Programm Magix Video Deluxe. Auch da könnt ihr das benutzen, was für euch am besten ist, was ihr am besten, also ihr müsst euch einfach reinfuchsen. Das ist einfach das, was ich von Anfang an da hatte und deswegen benutze ich das. Nicht, weil es irgendwie besser ist, sondern weil ich halt habe. Hier sieht man die einzelnen Bilddateien in ihrer entsprechenden Reihenfolge. Da unten ist die Timeline, wo dann Audio und Bild ineinander geklatscht werden. Hier nochmal etwas im Close. Das ist wie bei Disney, da werden die einzelnen Layer übereinander gesetzt. Je nachdem, was oben liegt, müsst ihr das dann so anordnen. Und unten habe ich eine GIF-Animation gemacht, wie ich animiere. Wow, so Meta-Animoception. Da sieht man 3 Punkte. Ich hoffe, man erkennt das. Am ersten Punkt ist dieser Torpedo noch weit entfernt beim Schiff. Dann wird er größer gezogen und dann habe ich noch eine Rotation reingemacht, sodass es aussieht, als würde er aus dem Hintergrund nach vorne kommen. Und das sind jetzt natürlich nur 3 Bilder, aber am wichtigsten sind Bewegung, Position, Rotation, Zooms und Verformung. Und so könnt ihr dann die Illusion von Bewegung erzeugen. Und das sieht jetzt super kompliziert aus, aber ihr werdet euch da vielleicht noch reinfuchsen. Und zuletzt noch ein paar Tipps für effizientes, schlampiges Animieren meinerseits. Da müsst ihr euch nicht dran halten. Recycelt so viele Bilder wie möglich. Das hat schon Disney gemacht. Da seht ihr, es sind
drei Bilder, die alle gleich aussehen, aber es sind drei verschiedene Folgen, weil ich immer denselben Hintergrund benutze. Da muss ich ihn nicht nochmal zeichnen. Es hat sich nur ein bisschen im Hintergrund was verändert. Füße und Beine vermeiden, weil wenn jemand so geht, dann müsst ihr Füße und Knie und sowas animieren. Wenn ihr nur den Oberkörper habt, dann habt ihr nur eine Person, die auf und ab geht von einer anderen Seite. Und dann müsst ihr die Füße und sowas nicht machen und spart euch Arbeit. Also das Wichtigste ist Arbeit einsparen. Münder animieren kostet viel Zeit. Don't do it. Ich mach's einfach nicht. Also da wurde mir schon gesagt, hey, wäre cool, wenn die Münder sich irgendwie bewegen würden. Aber dann würde ich einfach nochmal irgendwie eine Woche länger daran sitzen. Und es ist ja das Prinzip des schlampig Animierens ist, dass man schneller fertig wird. Und Story und Ton sind wichtiger als Animation. Also wenn ihr eine geile Geschichte habt, könnt ihr auch mit Paint zeichnen. Letzten Endes ist es egal, was ihr benutzt. Hauptsache hier drin ist alles cool. So, and that's all, folks. Yay, das war meine Präsentation. So. Yay. Jetzt kommt der Teil mit den Fragen. Ja. Habt ihr Fragen, dann hebt eure Hände und ich werfe diesen Würfel an euren Kopf und dann habt ihr hoffentlich immer noch Fragen. Seid ihr ausgenockt? Geht der jetzt? Ja. Hallo! Hallo! Hey! Ich wollte erstmal Danke sagen für all die schöne Zeit, die wir mit deinen Videos verbracht haben. Schön! Und. Oh, danke! Und meine Frage wäre, ob du schon mal eine Fanfiction über dich selbst gelesen hast und wenn nein, was sollte darin vorkommen? Ich weiß, dass es existiert und es gibt ja hier Tube Clash, die Geschichten, dass ich da geschippt werde mit irgendwelchen Leuten. Ich habe es nicht gelesen, aber ich sehe zum Beispiel auf Instagram, immer werde ich getaggt und dann Leute, die sich als mich verkleiden und dann auch irgendwie umarmen und ultra dramatische Geschichten. Also ich hab's, es ist unangenehm, weil ich das dann angucke und denke, okay, das soll ich sein, aber es ist ja eine abstrahierte Version von mir, darum finde ich das okay, aber ich würde das nicht lesen. Wenn ich geschippt werde, dann mit Süßi, meinem Freund. Und Süß. Keinem anderen. Natürlich. Well. Ja, hallo. Hallo. Meine Frage wäre, was Kunst für dich ist. Oh Gott, scheiße. Da gehe ich 10 Jahre zurück zum Kunststudium. Kunst ist... Oh Gott, scheiße, bin ich gar nicht drauf vorbereitet. Das, was man für sich selber macht, das ist so ein Ausdruck der Seele vielleicht. Also sobald man das irgendwie... Oh Gott, ich bin voll überfordert, keine Ahnung. Was ist Kunst? Kunst kann sein Sauerkraut, der an einen Notenständer geklatscht wurde oder ein Stück Butter, was in eine Ecke gedrückt wurde. Ja, das ist Kunst. Und dann kommt eine Putzfrau und macht es weg und wird verklagt auf 300.000 D-Mark. Und dann kommt jemand und sagt, das war Kunst. Und seitdem geht dann die Putzfrau rum und fragt, ist das Kunst? Ist das Kunst? So, was soll ich jetzt wegmachen? Ja? Also das ist Kunst. Alles kann Kunst sein. Welche Star Trek-Serie ist deine Lieblings-Star Trek-Serie? Also ich mag alle, ich habe sie alle gesehen. Ich bin mit Next Generation aufgewachsen, aber ich muss sagen, dass Deep Space Nine die bessere Serie ist. Also die habe ich gerade wieder neu angefangen. Ja, also da finde ich das Drehbuch besser, aber Next Generation ist so, da war ich 8 Jahre alt, als ich die zum ersten Mal gesehen habe und ja, da bin ich mit aufgewachsen. Deswegen hat sie für meinen Platz in meinem Herzen. Ganz deiner Meinung. Hallo? Oh, hallo. Geil, es funktioniert. Alles klar. Okay, was ich fragen wollte ist, hat dir dein, oder was hat dir dein Kunststudium auf deinen Weg mitgegeben? Also war das jetzt wirklich useful für das, was du jetzt machst? Nein, überhaupt nicht. Aber es war sehr gut. Es war gut, dass ich studiert habe, weil es dann so ein bisschen für meine eigene Independence gesorgt hat. Ich habe eine eigene Wohnung gehabt. Ich musste sehen, dass ich meine Klamotten selber wasche und mir selber Essen mache. Das Studium an sich war gut. Das Kunststudium war voll für den Arsch. Habe ich auch letzten Endes abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass es nicht das ist, was ich als Beruf machen möchte. Also es hat zwar das, was ich jetzt mache, hat ja auch mit Kunst zu tun, aber das ist eben meine Kunst. Und hätte ich Kunstwissenschaft weiter studiert und da irgendwas im Beruf gemacht, dann wäre ich irgendwie Museumskurator geworden und hätte irgendwie Kunst groß beschrieben und sowas. Und das ist nicht mein Ding. Ich möchte gerne kreativ arbeiten und ich möchte meine bescheuerte Scheiße machen. Und das hat dieses Studium mir beigebracht, dass es nichts für mich ist.
Aber es war eine wichtige Erfahrung für mich, das zu machen. Ist aber auch besser so. Ja, ja, ja. Was ist mit dem Podcast? Oh Gott! ich weiß, das ist schon irgendwie 8 oder 9 Monate her seit der letzten Folge. Angefangen habe ich ihn, weil ich arbeitslos war und irgendwas machen wollte, was irgendwie mit Harry Potter zu tun hat. Mittlerweile habe ich Arbeit und muss Miete bezahlen und der Podcast ist irgendwie im Moment, also er ist nicht eingestellt, er ist nur auf Eis gelegt. Mir wurde auch schon von anderen Quellen gesagt, hey, also falls du dafür bezahlt werden möchtest, wir würden dich dafür bezahlen. Also vielleicht kommt demnächst was, also das Skript ist fertig, ich muss nur halt daran arbeiten und im Moment sind andere Projekte, haben mehr Priorität für mich. Hi. Hi. Ich weiß nicht, ob ich das richtig im Kopf habe, aber mir war so, als wenn ich ein Video gesehen habe, 10 Jahre Cold Mirror dieses Jahr. Und ich wollte dir nur herzlichen Glückwunsch sagen für 10 Jahre erstmal. Vielen Dank. Und die Frage ist, hattest du damals, als du noch in der Schule warst, war das dein Plan, heutzutage noch auf YouTube zu sein oder als du mit YouTube angefangen hast und dass es sich so entwickelt, dass du halt damit Geld verdienen kannst, mehr oder weniger? Also als ich in der Schule war, gab es YouTube noch nicht. Ich habe ungefähr ein Jahr, bevor YouTube Existenz bekommen hat, mit der Schule aufgehört. Ich habe mein Abitur gemacht. Und dann, warum habe ich mit Videos angefangen auf YouTube? Weil nicht irgendwie, um bekannt zu werden oder berühmt oder Geld damit zu verdienen, sondern einfach, weil ich Harry Potter synchronisieren wollte und YouTube war damals eben die Plattform, wo man Videos hochlädt und darum habe ich es benutzt. Damals gab es ja noch gar nicht irgendwie YouTube-Partner und Geld damit verdienen und sowas, sondern ich habe es einfach gemacht, weil es ein Free Webspace war, der kein Geld gekostet hat und deswegen benutze ich es heutzutage immer noch. Das finde ich sehr gut. Yay. Ich würde mal ein bisschen... Ja, aber die Leute waren irgendwie... Hi. Hi. Ich schätze mal, das ist so ein bisschen wieder dieses Übung macht den Meister-Ding. Aber wie lange hast du für deine erste Animation gebraucht? Oh Gott, die erste Animation hieß Gülleman und die kranke Kuh oder so. Wo ein Superheld namens Gülleman Scheiße aus einer Kuh rausprügelt. Habe ich tatsächlich auch hier mit Open... Das erzähle ich jetzt voll professionell. Da habe ich zum Beispiel noch keine transparenten Hintergründe benutzt und sowas. Also es hat ultra lange gedauert und habe mir eigentlich selber mehr Arbeit gemacht. Aber es war so ein doofes Projekt und das war das Erste. Und ich habe viel ausprobiert und Gott, wie lange habe ich dafür gebraucht? Vielleicht 1 oder 2 Tage. Also das ist ja auch nicht wirklich langes Video gewesen. Woraus besteht das Rednerpult? Aus einem Superheld, der eine Kuh verprügelt. Das ergibt keinen Sinn. Deswegen Gülleman. Nee. Hey. Miau. Ich wollte fragen, ob du so eine Art Favorite von deinen Videos hast oder eins, das du so mega übertrieben feierst oder sagst du, nee, alles, was ich mache, ist cool und gefällt mir mega? Oder? Alles, was ich mache, ist cool. Es ist immer das Video, an dem ich gerade arbeite. Sobald es dann online gestellt ist, denke ich, okay, das war's, nächstes Video. Also ich habe nie irgendwie ein Favorite. Manche Videos, zum Beispiel die Harry Podcast, die gucke ich sehr gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich habe sie zum Beispiel neulich mit meiner Mutter durchgeguckt, die dann danach, also wir sind um 2 Uhr morgens dann ins Bett gegangen und sie meinte, so lange habe ich noch nie ferngesehen. Und das war so, oh mein Gott. Also ich höre immer gerne die Reaktion von anderen Leuten, aber ich selber, ich gucke meine Videos gar nicht, weil ich dann so auch schon eine Woche lang daran arbeite und denke, oh Gott sei Dank ist das jetzt fertig, nächstes Video. So, also ich mag meine Videos schon, sonst würde ich sie ja nicht machen, aber ich feiere jetzt keins speziell. Hallo. Hallo. Ich denke, ich kann für alle sprechen, wenn ich sage, dass deine Videos auch beim dritten Schauen noch lustig sind. Und meine brennende Frage, lachst du deine eigenen Gags beim Schreiben? Ich lache immer vorher und das ist dann ein Gag, über den niemand anderes lacht. Ich weiß nicht, was jetzt zuletzt war, in irgendeiner Star Stars-Base-Folge, so ein Satz irgendwie...
Sie ist jetzt gerade veröffentlicht worden, das Sicherheitssystemsmuseum hat jetzt geschlossen. Und das fand ich so lustig und letzten Endes zündet es bei niemandem. Aber ich selber fand die Vorstellung so gut. Also ich lache immer über Sachen, die eigentlich kein anderer lustig findet. Und eine Betonung, die ich dann gemacht habe, die auch überhaupt nicht im Video dann irgendwie zur Geltung kommt. Aber ich lache immer über kleine Sachen dann, gar nicht über die eigentlichen Witze. Okay, danke schön. Hi. Oh, Sophie, hi. Ey, wir kennen dich. Ey, was geht ab? Na, alles gut? Ja, cool. Muss ja, ne? Genau, diesmal eine Frage, die mit Hate zu tun hat. Ich habe irgendwie noch nie mitbekommen, dass du gehatet wurdest, weil du bist halt einfach krass, ne? Doch, es passiert aber auch schon, ja. Ja, ja, und dann wollte ich wissen, wie du damit umgehst, so. Ob du dann so bist, so, nee, ich bin krass, also verpiss ja. dich. Doch, also ich habe das schon, also zumindest früher habe ich ein bisschen drunter gelitten. Mittlerweile ist es so, dass ich dann sehe, oh, schon wieder ein Hater, geblockt. So, ah, und du hast ungefähr eine Sekunde meines Lebens schlecht gemacht und das war's. Und dann sehe ich dich nie wieder. So, ach, cool. Und die Leute, die cool zu mir sind, mit denen unterhalte ich mich dann oder ja, habe dann Interaktion und Leute, die sich scheiße verhalten, die werden dann eben aus meinem Leben rausgeblendet. Sehr gut. Ja. Oh, ich muss so weit werfen. Oh, shit. Tot. Ist der Hate mehr geworden oder weniger oder... Ich habe das Gefühl, es ist ausgeglichen. Es war von Anfang an irgendwie, also der Hate hat sich verändert, ja. Also in den 10 Jahren, in denen ich das jetzt schon mache, so am Anfang war es dann irgendwie, du bist eine Frau und du machst irgendwie so Quatschvideos, sowas, ey, komm mal in den Stimmbruch. Da wurde ich dann also betitelt als 13-jähriger Junge, obwohl ich eine erwachsene Frau war. Und jetzt ist es so, oh mein Gott, du bist eine erwachsene Frau und machst so scheiß Quatschvideos und so. Und dann denke ich, ja, ich bin einfach immer nur ich geblieben die ganze Zeit. Und ja, also ich werde gehatet wegen irgendwelchen Sachen, wie ich halt bin und was soll man machen, ne? Also es ändert sich immer und die Kultur ändert sich. Aber ich bin gleich geblieben. Moin. Moin. Mal eine ganz andere Frage. Woher hast du deinen norddeutschen Akzent? Also stammt das mit bei dir aus der Familie? Oder? Na, ich bin ja in Bremen geboren. Nee, ja, ich also bin ja norddeutsch. Ja, also ja. Das ist halt so ein Schnack. Das ja. geht auch nicht weg irgendwie. Also ich versuche natürlich etwas Hochdeutsch zu sprechen, aber dann geht das wieder weg. Bei mir kommt das immer durch, wenn ich mich aufrege. Mir selber ist es auch nie aufgefallen. Ich komme ja wenig aus Bremen raus und wenn, dann lachen die Leute so, du sprichst ja wirklich so komisch. Ja, das ist meine normale Stimme. Ich kann das nicht kontrollieren. Also das ist jetzt eher eine Insider-Frage an die Mutter YouTubes. Wie geht's eigentlich Hauke? Was? Wie geht's eigentlich Hauke? Hauke? Ja, also Hauke arbeitet fröhlich in der Chicken Nugget Fabrik und macht die niedlichsten Küken kaputt. Per Hand. Also okay. Zerpflückt die dann richtig. Das freut mich. Ja. Hi, großer Fan. Du bist eine große Inspiration künstlerisch und animationsweise, ob du es glaubst oder nicht. Ich wollte fragen, wo kommt der Name Cold Mirror überhaupt her? Das weißt du nicht! Damals, als das Internet neu war, in den End-90ern, habe ich überlegt, okay, welchen AOL-Screen-Namen benutze ich denn jetzt, weil es gab nur AOL als Internet. Und dann habe ich, also damals war ich so in meiner Gothic-Phase und habe sehr viel Metal gehört und sowas. Und da gab es ein Lied von Cradle of Filth namens Creatures That Kissed in Cold Mirror. Und dann habe ich das abgekürzt als Cold Mirror und das ist seitdem geblieben. Ich glaube, seit 2001 rum habe ich diesen Namen und benutze das für alles. Sind noch weitere Synchros geplant? Ja, auf jeden Fall. Also meinst du speziell Harry Potter Synchros oder irgendwelche? Generell Filmsynchros. Auf jeden Fall, ja. Also je nachdem, von was ich Fan bin, mache ich immer, also wenn ich ganz großes, also zuletzt habe ich gemacht Zurück in die Zukunft, das war letztes Jahr, da hatten wir ja, es war gar nicht letztes Jahr, es war im Jahr 2015. ein bisschen durcheinander. Ja, also immer wenn ich ganz großer Fan bin, dann kommt irgendwas, auch zuletzt Avengers, das ist auch schon lange her. Aber ja, also es wird auf jeden Fall immer Synchros von mir geben, weil das so mein Ding ist. So, ich habe gesehen, es gibt noch ganz, ganz viele Fragen.
Und du wirst sie alle auch noch beantworten in der Funklounge da hinten. Und ich muss jetzt bitten, dass ihr nicht versucht, sie hier alle zu halten. Ich muss eh erst dahin und dann gehe ich dahin. Genau. Also wir müssen nicht jetzt irgendwie durch die Mengen durchprügeln. Ja. Also passt auf eure Gesichter auf. Pass auf, ne? Ich komme gleich. Genau. Also jetzt nochmal großen Applaus für Code Mirror. Vielen Dank. Ich danke euch. Dankeschön. 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 Oh.